Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir sind in Giethorn. Giethorn? Giethorn. Giethorn ist das kleine Venedig des Nordens, sagt man. Und das passt wirklich. Ja. Wir stehen ja auf dem Campingplatz Bodelake. Das ist einer von drei Plätzen, die hier direkt in der Nähe von Giethorn sind. Also eigentlich praktisch hinterm Kanal. Ihr braucht also nur über den Kanal rüber und dann könnt ihr sofort ins Örtchen reingehen. Ist eigentlich sehr interessant, hier zu stehen. Ja, ein sehr schöner Stellplatz. Ja. Sehr zentral, sehr sauber. Mit Strandanschluss, also hier mit Seeanschluss sofort. Genau, man hat direkten Zugang zum Wasser. Wenn man ein Bötchen dabei hat, kann man sein Bötchen direkt ins Wasser lassen. Ja. Oder man kann auch gerne da schwimmen gehen, auch mit Hunden ist das erlaubt. Ist sehr kalt noch das Wasser. Ja, aber eigentlich ist es für Leute, die, wir haben uns das heute also aufgefallen, dass wir hier viele Wohnmobilisten haben, die Schlauchboote sich aufblasen, kleine Außenbordmotoren haben und dann hier ins Wasser lassen und dann geht es hier vorwärts. Genau. Ja, der Stellplatz hier, der kostet 16 Euro pro Nacht. Da drin enthalten ist schon der Strom, eine Kurtaxe für zwei Personen. Kostenloses Wifi, was wirklich gut funktioniert. Echt schnell ist, ja. Also muss man wirklich sagen. Es ist nicht teuer. Also viele meckern ja immer, oh Gott, 16 Euro, um so zentral zu stehen, sauber zu stehen, um Strom und Wifi dabei für genau. Die 16 Euro. Genau. Völlig. Und die Kurtaxe ist auch mit drin. Ja. Ne? Also habe ich 16 Euro für Stellplatz, Strom, Wifi, Kurtaxe. Genau. Kann man nichts sagen. Finde ich okay. Ja, finde ich auch. Also Plätze sind gut. Plätze sind gut. Die sind gut abgeteilt. Ja. Es gibt keinen Ärger, wer sich wie wo hinstellt. Es ist gut sichtbar, wie welches Wohnmobil zu stehen hat. Es sind in kleine Bereiche noch unterteilt durch Hecken, dass immer in diese Bereiche so ein paar Wohnmobile, hier stehen jetzt 10 in einem Bereich und dann ist der nächste durch eine große Hecke abgeteilt. Mhm. Finde ich schön, dass man nicht so alle aufeinander steht. Finde ich, recht gut. Nein, ist auch gut, muss ich echt sagen. Also da weißt du, wo das Camping herkommt. Die Holländer wissen eigentlich schon, also manche wissen ja. Eigentlich schon, wie dieses zu tun hat. Und die machen es wirklich gut hier, finde ich. Ja. Preis-Leistung passt definitiv. Wir haben da sofort den See. Wir haben da vorne auch sofort den Kanal. Ja. Ne? Ringsherum ist überall Naturschutzgebiet, was man auch merkt. Man wird morgens von Entchen geweckt oder ein Hund, der so rumjammert. Ja. Wo war ich jetzt? Achso, man wird von Entchen geweckt. Und man muss auch mal aufpassen, wenn man hier mit nackten Füßen über die Wiese läuft, dass man nicht in den Entenschiss tritt. Die sind hier überall, weil die kommen nachts bis an euer Wohnmobil. Enten sind in Giethorn sehr dreist. Ja, stimmt. So wie die Möwen an der Nord- und Ostsee, sage ich mal, sind die Enten hier schön. Ja. Aufmüpfig. Ja. Ja, also zu Fuß können wir problemlos bis in die Stadt gehen. Wir sind jetzt mit dem Fahrrad gefahren. Man überquert nur einmal die große Hauptstraße vorne. Dieser Stellplatz war für meine Meinung nach auch der modernste Stellplatz in Sachen Anmeldung, die ich hier erlebt habe. Ja, ihr werdet das gleich noch sehen mit dem Kassenautomaten. Wir waren jetzt das erste Mal hier, wir haben jetzt daraus gelernt, unser Auto erst vorne hinzustellen und wirklich einmal über den Platz zu schauen, welche Stellplatznummer möchte ich eigentlich haben. Genau. Wir sind angereist und waren ganz euphorisch, dass wir überhaupt noch einen Platz kriegen und haben ganz wild die Nummer 55 gedrückt. Ich meine, wir haben einen schönen Stellplatz. Man kann wirklich, schon bei der Anfahrt muss man sich seinen Stellplatz aussuchen. Man muss ihn am Kassenautomaten wählen, damit man seine Karte kriegt, um reinfahren zu können. Richtig. Aber es ist in drei Sprachen oder vier Sprachen? In vier Sprachen. Kannst Deutsch anklicken, genau? Genau, genau. Es ist sehr gut erklärt. Der Automat erklärt sich eigentlich von selber. Wir hatten noch nette Leute vor uns, die uns das schnell vorgemacht haben. Zack, 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 ist man angemeldet. Und ja, sowas Modernes habe ich noch nirgendwo gesehen in Deutschland. Oder auch generell überall, wo wir waren, habe ich das nicht gesehen. Finde ich schon eine ganz gute Sache. Ja, das muss ich echt sagen. Wenn man es einmal kennt, ist das okay. Wenn man dann neu ist, ist man erstmal so ein bisschen überfordert. Ja. Aber wenn man das einmal weiß, jetzt ist es eine Lachnummer. Ja. Jetzt will man definitiv das Fahrzeug vorne parken. Ja, genau. Einmal rüberlaufen, auf die Holzpfähle überall gucken, welche Nummer frei ist.
und dann erst zurückgehen und das eben an dem Ding machen. Ja. Bezahlen könnt ihr nur mit EC. Genau, mit EC und Kreditkarte, ja. Hier so Visa und Mastercard und das geht, auch, das geht alles. Ja. Es ist keine Barzahlung möglich, also Nein. Es muss schon mit Karte bezahlt werden. Ja, ja. Aber das fand ich auch sehr interessant, war eine pfiffige Sache. Erfahrung. Ja, hat man mal gemacht. Ne? Hat man mal gemacht. Ja. Hier ist die Anmeldung, das ist der Camper-Kiosk. Da geht er dann einfach dran, wählt das Land, Neuaufenthalt, neuer Gast, akzeptieren, dann gebt ihr die Personenanzahl ein, 2, weiter, dann habt ihr hier den Platz abgebildet und hier oben stehen die Nummern von den Plätzen, die noch frei sind. Und hier kann man dann drauf sehen, welche Plätze das sind. Wenn ihr euch die Platznummer dann ausgesucht habt, dann geht es einfach nur noch weiter zum Kennzeichen eingeben vom Fahrzeug und dann geht es zum Bezahlen. Bezahlen geht nur mit EC oder Kreditkarte. Das ist die Einfahrt hier. Camper-Resort Bodelake oder Leke. Da ist die Entsorgungsstation. Frischwasser gegen Gebühr erhältlich, Abwasser kostenlos und Toilettenentsorgung. Das ist das Badehaus und Duschhaus, momentan geschlossen wegen der Corona-Zeit. Abfallentsorgung. Und hier fährt man dann auf dem Platz drauf und die ersten Stellplätze fangen hier an. Hast du gut gemacht mit dem Lila drin. Sieht gut aus. Vielleicht so ein bisschen mehr im Blick, ne? Oder? Sieht anders aus auf jeden Fall. Ja. Nicht so dasselbe, ne? Ja, deswegen wollten wir es auch nicht. Ne? Standard ist ja immer. Ja. Ist ja immer blöd, ne? Richtig. Ja. Individuell ist immer besser. Ja, auf jeden Fall. Ne, die sagen schon immer die weiße Flotte und so, ne? Und dann hast du mal so ein bisschen was Außergewöhnliches, dann ist es ein bisschen schöner. Hier geht es dann um die Ecke rum. Wieder Stellplätze. Die ersten hier vorne sind zum Kanal gerichtet. Und die hier hinten raus sind dann zum See gerichtet. Da ist der See. Da stehen wir und da kommt gerade ein neuer. Sehr schön angelegt. Einmal die Zunge hier dran. Das war unser kleines Video von dem Stellplatz Bodelake hier in den Niederlanden bei Giethoorn, dem kleinen Venedig des Nordens. Uns hat es hier sehr gut gefallen. Die Pfingsttage haben wir hier sehr gut verbracht. Wir haben viel erlebt mit Giethoorn und Hochziel und wo wir überall hingefahren sind. Man kann also sehr viel unternehmen mit dem Fahrrad. Und sollte euch das Video gefallen haben, lasst uns einen Daumen hoch da. Gebt uns ein kostenloses Abo. Schreibt vielleicht mal in den Kommentaren, wie eure Erfahrungen sind, ob ihr schon mal hier wart, in Bodelake bei Giethoorn. Eure Erfahrungen über den Platz, ob ihr negative, positive gemacht habt. Also wir haben, wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht und können den Platz eigentlich nur weiterempfehlen. Ja. Und jetzt? Ende Gelände. Tschüss.